Mikro hier. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute so zahlreich hier erschienen sind. Das habe ich auch noch nie gehabt, dass ich hier eigentlich in zwei Richtungen schauen muss. Also wenn ich dann jetzt so den ganzen Abend den Kopf drehe, ich glaube, ich muss das dann jetzt eine Stunde lang machen. Dann wundern Sie sich nicht, weil ich muss da ja auch noch um die Ecke gucken. Und dann dahin, also auch für Sie, ja, hatte ich auch noch nie. Also ganz, ganz interessant. Das ist auch so ein bisschen so auch so in diesen Fernsehshows. Dann kann man verschiedene Kameras gucken, schauen Sie bitte hier und da rein und das ist dann auch sehr, sehr interessant. Ich werde in der letzten Zeit, sind ja schon ein paar Wochen, 6 Wochen Wahlkampf habe ich jetzt gemacht, keinen Tag Pause im Übrigen. Jetzt sind wir fast am Ende. Ich kann mich noch daran erinnern, oh, da wurde mein Kollege Alexander Gauland ganz nervös, Allensbach, 6%, schaffen wir es in den Bundestag? Da war die Nervosität plötzlich in der Schaltzentrale in Berlin, also spürbar, was machen wir, schaffen wir es in den Bundestag? Und sehr geehrte Damen und Herren, schauen wir, was wir in den letzten Wochen geschafft haben, wo wir jetzt stehen. Und darauf können wir alle stolz sein. Ihnen allen bedanken, bei den Mitgliedern, die hier Plakate aufhängen, die diesen Wahlkampf stützen, die hier hinkommen, die an die Infostände gehen, mit den Menschen sprechen, auch hier vorab mein allerherzlichstes Dank an Sie alle, denn Sie bringen diese Partei alle nach vorne. Vielen herzlichen Dank dafür. Sehr oft gefragt, Frau Weiler, was machen Sie eigentlich in der AfD? Und da ist die Antwort eigentlich immer recht ähnlich. Und zwar, ja, ich bin aus den gleichen Gründen in der AfD wie 28.000 andere Mitglieder, wie 28.000 andere AfDler. Und zwar hat sich ja diese Partei konstituiert, als Reaktion auf die Alternativlosigkeit unserer sprechenden Raute. Sehr geehrte Damen und Herren. Denn unsere sprechende Raute hat uns ja schon 2010 verklickert bei dem ersten Griechenland-Paket, dass die Politik, die hier vollzogen wird, alternativlos ist. Und daraufhin hat sich die AfD gegründet. Denn die AfD sagt ganz klar, und das ist der alte und der neue Markenkern der Alternative für Deutschland, unserer Partei. Die übergeordnete Klammer aller Politikfelder, auf die sich unsere Kritik bezieht, sind die mannigfaltigen, die allgegenwärtigen Rechtsbrüche dieser Bundesregierung. Die Politik, die hier vollzogen wird, das hat angefangen mit der Euro-Rettungspolitik, das hat sich fortgesetzt mit der Flüchtlingspolitik, die in unseren Augen unverantwortlich ist, basiert auf einer Rechtswidrigkeit. Und das ist auch der Grund, warum es die Alternative überhaupt gibt. Und das ist auch der Grund, warum dieses Land, unsere Heimat, unser Vaterland, unser Deutschland endlich eine echte Opposition im Deutschen Bundestag verdient hat für eine nachhaltige Zukunft. Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, ich war damals 19. Das war im Jahre 1998, als Helmut Kohl in seiner historischen Rede im Deutschen Bundestag im April uns Deutschen versprochen hat, ich habe die Bundestagsrede gesehen, das weiß ich noch, wie ich da damals vorm Fernseher saß,
uns versprochen, dass Deutschland niemals für die Schulden eines anderen Staates haften würde. Das wurde uns versprochen, sehr geehrte Damen und Herren. Und auf Grundlage dieses Versprechens im Deutschen Bundestag kam der Euro ja ungefragt zu uns Deutschen. Denn Volksabstimmung gibt es ja bei uns bekanntlich nicht. Und das ist eben auch der Grund, warum die Alternative für Deutschland als einzige Partei im deutschen Parteienspektrum einfordert, endlich selbst entscheiden zu dürfen in Form von Volksabstimmung, Referenden nach dem Schweizer Vorbild, damit das nicht noch einmal passiert. Denn ich wage eine Hypothese aufzustellen. Wenn wir Deutschen damals gefragt worden wären, ob wir den Euro wollen, dann hätten wir Nein gesagt. Wir hätten dagegen gestimmt, sehr geehrte Damen und Herren. Wir wollten an der stabilen D-Mark festhalten, die man uns genommen hat. Und wir hätten genauso gegen diesen Euro-Vertrag gestimmt, wie damals die Franzosen und die Niederländer gegen den Europäischen Verfassungsvertrag. Aber darum wurden wir auch nicht gefragt und wir werden mit Absicht klein gehalten. Und wir wollen das als Alternative für Deutschland endlich ändern, sehr geehrte Damen und Herren. Und was ist passiert? Jahrzehnte später, anderthalb Jahrzehnte später, wo stehen wir? Rechtsbrüche. Das, was uns versprochen wurde, das, was in den europäischen Verträgen steht, und zwar die No-Bail-Out-Klausel, Sie haben es eben sehr schön gehört von meinen Vorrednern. Kein Staat darf für die Verbindlichkeiten eines anderen Staates aufkommen. Er darf es nicht. Das ist Gesetzestext. Und seit 2010 wird das genaue Gegenteil praktiziert. Dann haben wir noch einen tragenden Artikel der europäischen Verträge. Die Europäische Zentralbank darf eigentlich keine Staatsfinanzierung betreiben. Sie darf keine Staatsanleihen aufkaufen. Zumindest nicht direkt. Was tut sie? Sie macht es indirekt. Über das Bankensystem. Das ist juristisch nicht angreifbar, de facto ist es aber das Gleiche. Und weil sich das Ganze so wunderbar abstrakt anhört und niemand mehr so richtig auch weiß, welche Summen dahinter stehen und was es eigentlich auch heißt, dass die Europäische Zentralbank monatlich eine Bilanzaufblähung von 60 bis 80 Milliarden praktiziert, weil es so wunderbar abstrakt ist und wir das alles auch gar nicht mehr verstehen können, damit wird ja Politik gemacht. Ja, ich merke das ja auch immer, also ich lege das jetzt da und dann merke ich auch dann immer so, ui, das Interesse, das fällt ab, weil das zu abstrakt ist, sehr geehrte Damen und Herren. Und ich mache das absichtlich, weil es absichtlich auch in der Politik abstrakt gehalten ist. Wir können gar nicht mehr die Dimension abschätzen. Der Wähler kann nicht mehr die Dimension abschätzen, ob jetzt hinter einer 1 eine 6 Nullen dran stehen, 9 Nullen oder 12 Nullen dran stehen. Und damit wird Politik gemacht. Aber das, was Sie merken, das sind Nullzinsen. Und das ist nämlich die direkte Folgewirkung dieses ganzen Wahnsinns, gegen den wir nämlich vorgehen. Sie schauen auf Ihr Konto, auf Ihr Girokonto, auf Ihr Sparkonto. Und es werden keine Zinsen mehr gezahlt, sehr geehrte Damen und Herren. Und das ist die direkte Folgewirkung dieser völlig rechtswidrigen und illegitimen Euro-Rechtspolitik. Und die Alternative für Deutschland ist die einzige Partei, die diese Euro-Rettungspolitik überhaupt kritisiert. Für die anderen ist alles in Ordnung. Für ein Land, in dem wir gut und gerne leben, oder wie heißt dieser dämliche Spruch? Wir haben Nullzinsen und das enteignet ohne entschiedenes Gegensteuern die Sparer.
die Rentner, aber vor allen Dingen die nachfolgende Generation, sehr geehrte Damen und Herren. Das sind unsere Kinder, das sind unsere Enkelkinder. Und die AfD, die Alternative für Deutschland, ist der einzige noch verbleibende Anwalt für die Jugend, für die nachfolgende Generation, dass die überhaupt noch Vermögensbildung praktizieren kann. Eine Vermögensbildung ist bei dieser Politik nicht mehr möglich. Wir haben eine kalte Enteignung, wenn wir nicht entschieden dagegen steuern, sehr geehrte Damen und Herren. Und das werden wir. Aber das wird ja noch toller. Wir haben jetzt ein Nullzinsniveau. Für Firmenkunden werden schon Negativzinsen umgelegt. Und ich kann Ihnen versprechen, nach dem 24.09., was da passiert, wenn die sprechende Raute nochmal sich anschickt, eine weitere Legislaturperiode zu. Ha? Ja, ja, es wird schrecklich. Prophezei es. Aber wir sind dann da. Man erspart uns das jetzt noch, weil wir kriegen ja jetzt schon Schocks, wenn wir auf unsere Konten blicken, wenn wir Sparkapital ansparen wollen, wenn wir ansparen wollen für unser eigenes Alter. Wir haben es eben gehört, wir haben ein verschiedenes Säulensystem, die Kapitaldeckung funktioniert nicht mehr, weil kein Garantiezins mehr gezahlt werden kann. Wir können keine Rendite mehr erwirtschaften, es sind keine Zinsen mehr da. Wir können nicht mehr sparen für uns selber, wir können nicht mehr ansparen für unsere Kinder. Die Großeltern können nicht mehr ansparen für ihre Enkelkinder. Und in dieser Situation sind wir. Und wenn der 24.09. vorbei ist, dann wird ja Folgendes passieren. Dann wird ja unser lieber Finanzminister, der ja lieber die Hand in einer Schublade hat, der wird sich anschicken, ein Negativzinsumfeld mit zu unterstützen. Und das wird kommen. Weil Negativzinsen haben einen entscheidenden Vorteil, sehr geehrte Damen und Herren. Mit Negativzinsen können sich die Staaten entschulden. Die müssen keine Zinsen mehr zahlen, ganz im Gegenteil, sie bekommen Zinsen. Und der ganze Trick dabei ist, dass die Zinsen nun zu zahlen sind von den Sparern in den Gläubigerstaaten. Und das sind Sie, sehr geehrte Damen und Herren. Und das wollen wir als AfD nicht. Wir sind Arbeitnehmer. Wir gehen arbeiten, stehen jeden Morgen auf. Wir gehen für unsere Kinder, für unsere Familie arbeiten. Wir zahlen Steuern. Wir schauen dann auf unser Konto und was ist dann? Strafzinsen. Strafzinsen, wenn wir gespart haben. Was ist die erste Reaktion? Die erste Reaktion wird sein, spinne ich denn? Ich hebe doch mein Geld ab. Ich will doch nicht Strafzinsen zahlen dafür, dass ich gespart habe. Sehen Sie, und das ist die erste natürliche Reaktion. Und da hat uns unser lieber Wolfgang Schäuble bereits schon einen Riegel vorgeschoben. Und zwar mit einer eingeführten Bargeldobergrenze, die jetzt gerade eingeführt wurde, von 10.000 Euro. War vor einigen Wochen. Da wird damit argumentiert, wer will denn schon mit 10.000 Euro in der Tasche rumlaufen, ist alles kein Problem. Aber ist eine Bargeldobergrenze einmal eingeführt, wird sie immer weiter abgesenkt. Und ich prophezeie Ihnen folgende Anpassungsschritte. Von 10.000 Euro auf 5.000 Euro, auf 3.000 Euro, auf 1.000 Euro. Der Grund wird sein, EU-Harmonisierung, denn in anderen EU-Staaten, Euro-Staaten haben wir bereits Bargeldobergrenzen in Höhe von 1.000 Euro. Und dieses Niveau wird auch abgesenkt. Und wissen Sie warum? Um Ihnen allen, um uns allen die Flucht aus dem Kranken, da hochverschuldeten Bankkontensystem zu verbauen. Und wir als AfD sagen da ganz klar, das geht so nicht. Wir sind gegen jede Form eines Bargeldverbotes, wir sind gegen jede Form einer Bargeldobergrenze, denn Bargeld ist geprägte Freiheit. Richtig.
Bargeld ist auch geprägter Datenschutz, sehr geehrte Damen und Herren. Denn ich habe gerade nur kurz die finanzielle Komponente angerissen. Genauso schlimm ist die Datenschutzperspektive. Da sagen eben auch Verfassungsrichter, ein Bargeldverbot, eine Bargeldobergrenze ist ein Eingriff in unsere Freiheit. Es ist ein Eingriff in unsere Privatautonomie. Denn der Staat kann in Ihre Konten eingreifen. Jede Transaktion können Sie nicht mehr im Bargeld tätigen, können Sie nicht mehr anonym tätigen. Nein, Sie müssen Ihre Bankkarte nutzen, Sie müssen Überweisungen tätigen. Und was ist dann? Alle Ihre Transaktionen sind visibel, sie sind transparent. Und das ist natürlich auch ein feuchter Traum von einem jeden Finanzminister eines hochüberschuldeten Staates. Deutschland ist auch praktisch bankrott. Wie alle anderen Euro-Staaten, das muss man einfach so brutal sagen. Und darum möchte man Negativzinsen durchsetzen und eine Bargeldobergrenze einführen. Und wir sagen ganz klar, das geht so nicht. Denn Bargeld muss man nutzen dürfen, egal wann, egal wo, egal wie. Es funktioniert immer, es ist geprägte Freiheit und es ist geprägter Datenschutz, sehr geehrte Damen und Herren. Umverteilung. Und sie ist viel mächtiger als eine Umverteilungspolitik über ein Steuersystem. Dazu halte ich gerne noch nach der Wahl Vorträge, aber ich möchte Ihnen das nur noch mal hier mitgegeben haben. Die Politik des billigen Geldes, wie sie heute von einem Mario Draghi praktiziert wird, unterstützt von den gesamten Euro-Staaten, allen voran Deutschlands im Übrigen, die die Interessen des deutschen Sparers damit verraten, diese Bundesregierung, das wird nicht gut enden, wenn wir nicht entschieden dagegen steuern. Und das ist ein viel mächtigerer Umverteilungsprozess, als es jedes Steuersystem überhaupt jemals könnte. Und darum tut man das eben auch, um umzuverteilen vom Bürger hin zum Staat. Bei jeder Podiumsdiskussion, bei der ich jetzt gewesen bin, bei der ich mich mit diesen ganzen unseligen Dümmlichkeiten auseinandersetzen musste, weil irgendwann jetzt mir auch zu viel. Wenn mir jeder CDUler kam mir mit der schwarzen Null von Wolfgang Schäuble. Ah, es ist doch wunderbar, eine schwarze Null im Bundeshaushalt. Ich muss dann erstmal erklären, woher diese schwarze Null überhaupt kommt. Ja, natürlich, weil wir Nullzinsen haben. Dieser Staat muss überhaupt gar keine Zinsen mehr auf die aufgenommenen Schulden zahlen. Darum gibt es ja jetzt eine schwarze Null. Das Problem ist aber, dass die schwarze Null auf Kosten der Sparer geht, also auf uns alle. Und das wird uns nie verraten. Und damit werden wir über den Tisch gezogen. Und die Hälfte, die uns jetzt nicht enteignet wird durch diese wunderbare Bundesregierung, oder die nächste, die sich anschickt, stellen Sie sich mal vor, wir kriegen Jamaika. Schwarz, Gelb, Grün. Ja, das ist so. Die Merkel möchte Grün. Da wird es wohl nicht reichen. Man hat gestern Abend auch wieder den Cem Özdemir, der hat schon ziemlich mitgenommen ausgesehen, als er daneben mir saß. Der hat auch alles probiert. Gender, Dieselfahrverbote, jetzt eine Besteuerung von SUVs.
das ist nicht gut für die Klientel, da haben die dann irgendwann auch keine Lust mehr. Und wenn man dann irgendwelche Fadenscheinigen, also so ein Zeug und dann noch Energiewende, irgendwann wird es dann auch zu viel. Wollen wir mal schauen. Aber dafür braucht man dann ja eben die FDP. Und mal gucken, wie sich der Herr Lindner. Ich könnte jetzt was sagen, ich werde es nicht tun. Nein, wir wollen nicht über die Haare sprechen, nicht über Äußerlichkeiten. Ich fahre gleich weiter fort. Nein, das ist nämlich gar nicht so eine unsachliche Diskussion jetzt. Das, was auf der einen Seite nicht enteignet wird, ja, das wird ihnen weggenommen in Form von Steuern. Und nicht umsonst bescheinigt uns die OECD jedes Jahr, dass die Abgaben- und Steuerlast der Bundesrepublik Deutschland viel zu hoch ist. Und ich stelle immer die Frage, was ist daran eigentlich sozial gerecht, wenn ein Handwerksmeister, der nur das 1,3-fache des Durchschnittseinkommens verdient, mit dem Spitzensteuersatz besteuert wird? Was ist daran eigentlich noch sozial gerecht? Was ist daran sozial gerecht, sehr geehrte Damen und Herren? Es muss doch am Ende des Monats doch mal endlich mehr übrig bleiben. Was ist denn aus dem mehr Netto vom Brutto geworden? Es wird seit Jahrzehnten in jedem Wahlkampf, von der CDU vor allen Dingen, von der FDP auch, da hat es dann nur für Hotelbesitzer in irgendeiner Form gereicht. Aber es wird uns immer versprochen, Steuern absenken, obwohl dieses Jahr ja nicht. Die CDU hat das jetzt eingestanden, dass das jetzt wohl auch nicht mehr drin ist. Aber auch die Abschaffung der kalten Progression wurde uns in jedem Wahlkampf versprochen. Und sie wurde nie angegangen. Und das ist auch der Grund, warum ein Einkommen früher, ich bin Jahrgang 79, ich bin jetzt 38 Jahre alt, ich kann Vergleiche ziehen, ich bin in einer Familie aufgewachsen, da ist mein Papa arbeiten gegangen, ich habe zwei Geschwister gehabt, wir hatten einen Hund zu Hause, meine Mama war zu Hause, habe eine wunderbare Kindheit und Jugend genießen dürfen. Und es hat gereicht. Und wenn ich heute schaue, in was für ein Prekariat wir teilweise hineingetrieben wurden, durch eine absurde Abgaben- und Steuerpolitik, durch eine Subventionierung von Dumpinglöhnen, ja, dass der Arbeitnehmer immer weiter in die Knie geht, dass teilweise in Familien zwei Leute arbeiten müssen, damit überhaupt noch in irgendeiner Form am Ende des Monats genug übrig bleibt, dann ist das unsozial, sehr geehrte Damen und Herren. Wir wollen den Arbeitnehmer und vor allen Dingen auch Familien entlasten durch ein Familiensplitting-Modell. Da sind wir auch die einzige Partei, die das überhaupt fordert, Familiensplitting. Das ist eine Einkommensteuererleichterung in Abhängigkeit der Kinderzahl. So sieht es nämlich aus. Da ist die AfD auch Vorreiter. Und dann sind wir auch die einzige Partei, die die Umsetzung des Bundesverfassungsgerichtsurteils einfordert. Und zwar, wir haben es eben andeutungsweise schon gehört, die Anrechnung von Erziehungsleistungen von Kindern endlich auf die Kranken- und Rentenversicherung, sehr geehrte Damen und Herren. Das Urteil, das ist das Sozialurteil, ich meine, das wäre Anfang 2000 oder 2001 ist das gefällt worden. Man hatte jetzt 16 respektive 17 Jahre Zeit, das umzusetzen. Und stellen wir fest, es wird immer nur gequatscht, Lippenbekenntnisse, es wird überhaupt nichts gemacht und wir fallen immer weiter ins Prekariat. Und schauen wir uns an, welche Bevölkerungsschichten heutzutage armutsgefährdet sind. Da gibt es zig Studien, die einfach belegen, dass wir in die Knie gehen, dass nachher nicht genügend übrig bleibt. Der Mittelstand schmilzt ab durch diese komplett absurde Abgabe- und Steuerpolitik und dass die kalte Progression nicht abgeschafft wird. Der Mittelstand wird abgeschmolzen, sodass wir dann nachher solche Arm- und Reichscheren haben wie in Frankreich und in Britannien. Und da sagen wir ganz klar als AfD, wir wollen das nicht.
Wir wollen den Mittelstand schützen. Die mittleren und kleineren Einkommen der Arbeitnehmer müssen geschützt werden und entlastet werden. Und dafür machen wir Politik. Und das, was uns nicht über diese absurde Zinspolitik, die uns ja die sprechende Raute mit eingebrockt hat, das, was uns über die Zinspolitik genommen wurde oder durch diese absurde Steuerpolitik, in dem der Faktor Arbeit der Arbeitnehmer immer stärker belastet wird, das wird uns durch das EEG dann genommen. EEG. Die Energiewende. Da muss man sich mal vorstellen, im Jahre 2011 schwappt eine riesige Tsunamiwelle über ein altes japanisches Atomkraftwerk. 30 Jahre alt war dieser alte Siedewasserreaktor im Übrigen. Siedewasserreaktoren werden bei uns gar nicht mehr gebaut, aber das ist auch egal. Schwappt eine riesige Welle über dieses Kraftwerk drüber, es havariert. Und unsere liebe Merkel macht sich Sorgen, dass diese Welle höchstwahrscheinlich über die Elbe oder über den Rhein zu uns reinschwappt und setzt dann erstmal das EEG einfach mal durch. Die FDP hat ja übrigens mitgemacht, das muss man immer auch in Erinnerung rufen. Wenn man nur daran denkt, zittert irgendwo das Kreuz in Richtung Gelb zu machen. Wir fallen nämlich bei jedem bisschen auf. Alles. Was sind die Folgen? Wir haben jährliche Preissteigerungen, die durch die Decke gehen. Sie schauen auf Ihre Stromrechnung, die auch jährlich steigt. Allein in diesem Jahr ist die prognostizierte Preissteigerung des Strompreises bei über 4%. So. Was bedeutet das für den Mittelstand? Was bedeutet das für kleine Betriebe? Da gab es in der Welt, vor einigen Wochen, als es noch nicht zum Satire-Magazin wurde, gab es vor einigen Wochen, ja, da stand auch gestern beispielsweise, vorgestern stand auch in der Welt, pro Flüchtling kommt jetzt auch nur eine Person im Familiennachzug. Also Vorsicht zitieren, aus der Welt eine seriöse Hochschätzung. Ja, ist ja eine FDP-Zeitung. Super seriös. Ja, ist ja eine FDP-Zeitung. Nein, bitte jetzt nicht sowas Unqualifiziertes. Das sind alles Fake News, machen Sie hier nicht hier solche falschen Nachrichten. Ich habe gestern Herrn Plassberg auch darauf hingewiesen. Bitte nicht solche Fake News, das darf man nicht machen. Aber die Welt schrieb vor einigen Wochen über ein Heidelberger Bäckereiunternehmen. Und dieses Bäckereiunternehmen ist so dermaßen von dem EEG betroffen, und zwar folgendermaßen. Dieses Bäckereiunternehmen, das gibt es schon seit über 200 Jahren, hat ein paar Mitarbeiter und hat im Jahr 2002 hat es rund 5.000 Euro im Jahr bezahlt an Energiekosten. Jetzt gebe ich immer auf zu raten, wie viel das Unternehmen heute zahlt. 20.000. Erstes Gebot? 80. 90.000 Euro. Das muss man sich mal vorstellen. Innerhalb von 15 Jahren sind die Energiekosten von 5.000 auf 90.000 angestiegen. Was hat das eigentlich noch mit einer vernünftigen Mittelstands- und sozialer Politik zu tun, wenn diese Bundesregierung das erklärte Ziel hatte, ein möglichst unsoziales Ziel umzusetzen? Dann ist ihr das mit diesem EEG vortrefflich gelungen, sehr geehrte Damen und Herren. Und darum wollen wir das EEG ersatzlos abschaffen. Danke Ihnen. Und das Ganze zieht sich durch alle Politikfelder. Ich habe über die Rechtsbrüchigkeiten in der Rettungspolitik gesprochen, dann einfach mal EEG durchgesetzt, handstreichartig. Was ist passiert seit 2015? Wir haben es eben auch schon angerissen. Die Rechtsbrüche gegen das deutsche Asylgesetz, Grundgesetz, gegen europäische Abkommen wie das Dublin III. Wir haben eine Politik der offenen Grenzen, die wird immer weiter so fortgeführt.
Menschen kommen zu uns, die nicht kontrolliert werden, ohne Pässe. Jeder kann sich seine Identität aussuchen. Letztens irgendwie ein Bundeswehrsoldat, der auch zum Syrer wurde. Müsste ich auch mal selber im Selbsttest mal versuchen, ob ich auch als Syrerin durchgehen würde. In dieser Bananenrepublik, das muss man sich mal vorstellen, wo wir hingekommen sind. Da muss man sich wirklich fragen, wofür wir überhaupt noch Steuern zahlen. Dieses Land wurde von dieser Bundesregierung, diesen Parteien aufgegeben, sehr geehrte Damen und Herren. Dieses Land wurde von diesen Leuten aufgegeben. Und ich habe wirklich jetzt, ich meine, diese Spitzenkandidatur ist für mich auch eine Art Gesellschaftsstudie. Ich kann mich da sehr gut rausnehmen und mit sehr viel Abstand die Leute auch beobachten, mit denen ich da in diesen Talkshows rumsitzen muss, mich da rumsagen muss, was die für ein Weltbild haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich schockiert. Es wäre wirklich zum Totlachen, wenn es nicht so traurig wäre, mit was für Leuten wir es zu tun haben, mit was für unverantwortliche Leute wir es zu tun haben. Wenn ein Marxist, ein Linker, ein Grüner zu mir sagt, offene Grenzen für jedermann, wir müssen nachträglich die illegale Einwanderung legalisieren. Wir wissen ja gar nicht, wie viele Illegale innerhalb unserer Landesgrenzen sind, wissen wir ja alles nicht. Wenn das ein Linker zu mir sagt, dann ist das eine Sache. Wenn aber der Generalsekretär der CSU oder auch ein Herrmann, der Innenminister in Bayern, der sich ja anschickt, Innenminister zu werden. Ich hoffe, dieser Gedanke treibt ihm auch Angstperlen auf die Stirn. Wenn die CSU und CDU genau das Gleiche sagt wie die Linken, wie die Grünen, dann haben wir ein Problem, sehr geehrte Damen und Herren. Dann haben wir ein eklatantes Problem in diesem Staat. Denn alle Parteien setzen sich sehenden Auges über geltendes Recht hinweg. Für die ist das völlig in Ordnung, dass wir offene Grenzen haben, dass Menschen zu uns kommen ohne Papiere, ohne sich ausweisen zu müssen. Das muss man sich mal vorstellen. Staatsaufgabe ist die Sicherung der Staatsgrenzen. Die Aufgabe der Europäischen Union ist gewesen, das ist in Schengen dargelegt, die Aufgabe der Europäischen Union wäre gewesen, die europäischen Außengrenzen zu sichern. Das ist die Voraussetzung überhaupt gewesen, die Binnengrenzen zu öffnen. Und was haben wir? Offene Außengrenzen und offene Binnengrenzen. Da können irgendwelche Laster quer durch Europa fahren, mit Flüchtlingen drin oder sonstigen Waffentransporten, kontrolliert ja niemand mehr. Man muss sich diesen Irrsinn mal vorstellen. Man muss sich wirklich vorstellen, wofür wir überhaupt noch Steuern zahlen, was dieser Irrsinn eigentlich soll. Und dann wird dann irgendwie in Köln, werden dann feierlich diese Merkel-Legos, diese Poller vor dem Kölner Dom eingeweiht, alle lachen, hahaha. Da ist mir ja auch beinahe dann der Hut hochgegangen in einer Talkshow. Ja, jetzt haben wir hier die Poller, die müssen wir jetzt überall aufstellen. Also sind sie eigentlich völlig wahnsinnig geworden. Was ist das eigentlich für eine Unverschämtheit? Sie verzichten ohne Not darauf, unsere Staatsgrenzen zu sichern und kommen hier mit irgendwelchen Pollern? Das ist unverantwortlich! Erklärt wird. Oder auch Marokko.
Im Übrigen auch die Haupttäter-Grabscher-Gruppe in Köln zu Silvester. Das muss man sich mal vorstellen. Und trotzdem müssen wir uns die Plakate angucken für ein Land, in dem wir gut und gerne leben. Das ist Plakationismus, sehr geehrte Damen und Herren. Alice Amri kam über die offenen Grenzen, konnte sich eine kleine Identität aussuchen, konnte sich nicht entscheiden, hat er gleich 13 genommen. 13 Identitäten, ein 13-facher Sozialbetrüger. So, der tunesische Verfassungsschutz hat zigmal die Bundesregierung vor diesem Mann gewarnt. Er war nämlich schon als Gefährder eingestuft. So, 13-facher Sozialbetrüger, als Gefährder erkannt, als Gefährder beobachtet. Was ist passiert? Nichts. Dieser Mann konnte morden. Wurde nur nicht mal geschnappt. Zum Glück hatte er ja dann seine Passpapiere hinten im LKW vergessen, die er ja bei seiner Einreise vergessen hatte. Und wissen Sie, was der blanke Hohn ist? Wenn ich mir danach irgendwelche heulenden Muttis angucken muss in Tunesien, oh, wie konnte sich unser Sohn denn so schnell radikalisieren in der Bundesrepublik Deutschland? Und die Opfer in der Bundesrepublik Deutschland. Was ist mit den 12 Menschen auf dem Freischaltplatz? Namenslos, sie sind gesichtslos, sie sind geschichtslos. Und ich habe auch überhaupt gar keine Lust mehr, diese ganzen Floskeln anzuhören. Und die Spitze, oder beziehungsweise das Ding, was dem fast den Boden ausgehauen hat, war diese Gurke von Innenminister de Maizière, der uns noch gesagt hat, wir werden mit dem Terror leben müssen. Wir müssen überhaupt nichts, sehr geehrte Damen und Herren. Mann 27, Rand 22-jährigen Messer.
in die Brust. So, und das ist nur die erste Seite, das geht ja weiter. Ja? Das kann man ja immer so weiter klicken. Unsere Zeitungen sind mittlerweile voll davon. Und das nach 12 Jahren Regierung dieser Kanzlerin, die so versagt hat wie kein Vorgänger vor ihr. Und das ist das Schlimme. Niemand hat dieses Land, hat Europa so gespalten wie diese Kanzlerin, die da oben immer noch rumsitzt mit ihrer Raute. Wenn ich das nur sehe, dann wirklich, das löst was mittlerweile in mir aus. Das muss man sich vorstellen. Dass die Leute da noch ihre Ruhe bewahren können, wenn sich sowas bei uns abspielt. Ja, sowas. Mit Mann und Messer. Und dieser ganze Klamauk. Wenn irgendwelche Gefährder auf unseren Straßen rumlaufen können, nicht eingebuchtet werden und nicht abgeschoben werden. Das muss man sich mal vorstellen. Und der Staat immer noch darauf verzichtet, die Grenzen zu sichern und jeden zu uns zu lassen. Ob er jetzt ein Gefährder ist, ein Terrorist oder nur ein Mörder aus Ghana oder nur ein Krimineller oder nur ein Syrer, der sich als Syrer ausgegeben hat. Ich mache nochmal den Selbsttest, machen Sie es auch? Das muss man sich mal vorstellen. Und es ist kein Ende in Sicht. Und darum kann ich Sie alle nur dazu auffordern. Gehen Sie am Sonntag zur Wahl. Geben Sie mit Ihrer Stimme diesem Land eine letzte Chance. Denn es ist in der Tat die letzte Ausfahrt, die diese Bundesrepublik überhaupt hat. Wählen Sie am Sonntag mit 2 Stimmen die Alternative für Deutschland, damit dieses Land, unsere Heimat, unser Vaterland eine Zukunft hat, eine Zukunft für uns, für unsere Kinder und Enkelkinder. Vielen herzlichen Dank.